Ach ja. Ja, das Problem ist, man sieht, das hält nicht ewig an. Und darum nehmen wir auch hier die das Zeugs mit. So, rein da. Nein! Naja. So, Kiefer, mach mal Kumi 2. Und alle anderen sollen angreifen, ne? Ja, und klar, der zweite überlebt wieder, na super. Auf jeden Fall, das Ganze hier ist etwas vergleichbar mit einem Puzzle-Spiel, kann man sagen. So. Und das kleine Ding auch noch. So, und rüber. Gut. War jetzt etwas umsonst, weil, naja. Hier, ouch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, bitte nicht, genau. Das war ganz langsam. Megaschuss ST. Was war jetzt Megaschuss ST? Ne, nicht ordnen, ich will verwenden, ich will gucken, was das ist, das haben wir sicher schon, oder? Gigaschuss ST. Ach ja, was war es jetzt? Megaschuss oder Gigaschuss? Ah. Ja. Jupp. Diese Übersetzung. Auf jeden Fall, wir nehmen dieses Zeugs mit. Das war jetzt ein Wobbledings, wo man springen kann. Pistolenclip. Ja, und ich wollte das nicht rausgeben. Gut. Ja, und so sieht eben das Ganze aus. Hier puzzlemäßig. So, und was gibt es hier sonst noch Schönes? Man kann hier... Ja, nehmen wir das kleine Insekt mit. Ah, und hier sieht man eine schöne Substanz. Boah, was ist da passiert? Wieso haben... Ach so, klar, wenn man gefressen wird von der Pflanze, dann... Ja, passiert sowas wie hier. Mach mal Mega-Abwehr, danke. Und Regeneration. Ja, und weil mir die Gegner auf den Keks gehen... Nee, das kann ich nicht machen. Ich mach physische Angriffe, weil... So halt. Weil ich will, dass die... Regeneration mich auch mal an, wieder aufhält. Ja gut, wobei mit physischen Angriffen, da werde ich hier arm. So, okay. Leute, das war ein Spaß, aber wir machen leider Ultima. Das solltet ihr hoffentlich ja nicht überleben, ne? Ultima. Gut. Ja, das ist toll, wenn sie nicht gleich sterben, dann macht ihr wenigstens die anderen Zauber nicht mehr. Gut. Achso. So, wir gehen da. Ah! Ich bin doch eh ganz langsam hingegangen, oder? Hallo. Nee. Ach ja, da oben, ich sehe gerade, da oben ist so ein... Bin ich jetzt fast tot? Natürlich bin ich fast tot. Ich sehe gerade, da oben ist so eine tolle Kugel. So. Ach so, springen! Yay! Flup. Ja, da ist eine... Eine Froschquarkhöhle. So, und hier muss man jetzt, das ist ganz interessant, das muss man wissen. Gehst du da rein? Wenn man nämlich einen großen Frosch in diesen Beutel reinwirft, und dann wartet man und wartet man und wartet man, bis der Beutel zu wobbeln beginnt, wie hier jetzt, ne? Nämlich, wenn der große drin ist, dann wirft der einen ganz, ganz weit. So, und jetzt können wir hier, das schmeißen wir da rein, und die Pflanze hat Spaß damit. Und wir haben Generalangriff erhalten, was das auch immer ist. Springen. So, was kann ich jetzt mit diesen Quark-Dings machen? Gute Frage. Aber was ist Generalangriff? Das kenne ich gar nicht mehr. Ach ja, Slash und Flash. Weil wir sind ja richtig cool. Wir müssen nicht mehr übersetzen. Konnte man da nicht? Naja. Gut. Also das wäre, da würde ich alle angreifen. Das ist quasi ein Angriff auf alle. Ne? So.
Ja, machen wir mal Ritter der Runde, weil wir es noch nie gesehen haben. Ritter der Runde. Verbraucht zwar 250 MP, aber ist egal, wir gönnen uns den Spaß machen. Ultimatives Ende. Ja, das ist der beste Aufruf. Feuer. Der vierte Ritter, Blitz. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10. Nummer 11. Und der letzte. Nummer 12. Ach ja, und das ist Nummer 12. Okay, ich habe mich verzielt. Na egal. Und das ist Nummer 13. Ding! Ja, verständlicherweise sieht man, es sind 12 Angriffe waren es. Ja. Das überleben die Gegner in der Regel nicht, ne? Nee, Barmut, du selber. Ja, ich merke gerade, hier kann man wirklich gut leveln. Aber was ist jetzt hier mit dem Froschgequake? Komme ich jetzt nicht mehr runter? Hallo? Ich will ja wieder runter. Na toll. Ja, ist echt toll. Ach ja, ich dachte schon, ich komme echt nicht mehr. Nein! Ich will doch dieses bleiben. Jetzt springen. Ah! Springen! So, rein da. Zack, zack, zack. Katsching! Flitsch! So, nehmen wir jetzt dieses große Ding und machen denselben Pass hier nochmal. Und warten, bis das wieder uns rausschmeißt. Das funktioniert nur mit den großen Fröschen, denn die kleinen Frösche, die werden von den Pflanzen einfach so gefressen und sind nachher dann tot, ne? Tja, das wirft uns über diese Pflanze sehr gut. Ja, merkt ihr, das ist eher wirklich ein bisschen ein Puzzlespiel. Was ist das? Ah, da ist ein Kampf drin in dem Baumstumpf, ne? Interessant. Ach, hey. Angriff von hinten. Ja, die sind, ja, nervigen Gegner, die ich mit physikalischen Angriffen nicht treffen kann. Ja, aber mit Ultima geht alles. Vor allem Ultima mit Quadra-Zauber, das sollten die eigentlich kaputt sein. Ja, die sind nie mit einem Ultima schon kaputt. Gut. So, also ich könnte hier rüber, aber nein, wir werden hier, nehmen das mit. Schmeißen das da rein, nehmen das mit, springen da rauf und schmeißen das da rein und gucken, wo wir hier hinkommen. Katsching! Oh, wir kommen nach oben. In die Baumwipfel. Ja, dann können wir hier nach unten. Und erhalten hier mal das eine tolle Juwel. Minerva-Reif. Der ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ah, Minerva-Reif. Damenamulett. Neutralisiert Feuer, Eis, Heilig, Schwerkraft. Naja, gut, ich brauche kein Damenamulett. Nicht alleine, ich will hier nach Typ sortieren. Danke. Wobei, ist das vielleicht gut? Magier-Armband? Nee. Nee, ist nicht gut. So, kann ich da wieder rauf? Nee. Muss hier runter. So, und wir schmeißen das da rein. Und wir warten wieder. Na? Wird das was? Wird das was? Wird das was? Wird das was? Ka-ching! So. Gut, hier gehen wir diesmal nicht drauf, sondern wir gehen hier
darüber. Zack. Zack. Ach ja. Ja, toll. Ja, den kriegen wir klein, das ist okay. Die macht den mit Angriffen natürlich. So, passt. Sehr gut. Aber wie wird das? Komme ich da jetzt durch? Ach ja, da komme ich hier hin. Okay. Nee, da muss ich da irgendwie... Aber wie war denn das jetzt? Na toll. Da gehen wir nochmal zurück. Nochmal hier. So. Einmal da. Gehen wir noch. Ich glaube, ich muss eh nach oben. Oder auch nicht. So, kann ich hier? Ja, genau, doch, so ging es. Natürlich, klar. Ja, toll. Und wieder so nette Vögel. Ach ja, ich muss immer aufpassen, wenn ich hier irgendwo reinlaufe und die mich fressen. Das ist ja dann nie so gut, ne? So. Ja. Was machen wir denn da? Ah, machen wir Angriffe. Nee, tiefer darf mal wieder Komet 2 machen. So. Konnte nicht stehlen, ja. Magierarmband gestohlen. Na, toll. Können wir zumindest ein paar Armbänder wieder verkaufen. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, und genau da wollte ich... Nee, jetzt warte mal. Da ist ein... Wobbel, 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 wobbel. Genau, das ist schön. Materia Typhoon. Ja, ein Typhoon, das ist nämlich eine Aufrufmateria, die wir hier anstatt... Was, anstatt was, geben wir das rein? Anstatt Hades, weil Hades braucht keine. Typhoon. Nämlich Wind. Also zumindest Nebenwirkung Wind. Aber die Angriffe sind nicht vom Typ Wind. Das ist wichtig. So, wo geht's jetzt lang? Hier. Wobbel, wobbel, wobbel. Aber wir müssen hier nach unten. Das ist der richtige... Schaut, gehst du? Das ist der richtige Weg, genau. So. Gut, hier... Ne, da müssen wir eh, oder müssen wir da... Ach, Blödsinn, ich brauche ja genau... So, hier runter. Da rein. Hilft mir das jetzt irgendwas? Nein! Na, was hilft mir das jetzt? Ich bräuchte hier irgendwo einen großen Frosch. Ich glaube, da muss ich zuerst die ganzen kleinen verfüttern, damit ich den großen bekomme. Wie ist das jetzt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich mache auf jeden Fall die Gegner zuerst mal kaputt hier. Und nochmal! Und erneut. Ah, na doch. Gut. So. Bekomme ich da jetzt einen großen? Boah, was muss ich denn da machen? Wie war das nochmal? Ach, kann ich da... Ah ja, klar, ich kann einen kleinen gegen großen tauschen. So war das. Gott! Ich merke echt gar nichts mehr. Also jetzt blöd, ich will ja... Ja, warte hier mal. Nein, nicht im Kampf. Ja, dieses Puzzle-Dings da, das ist ja echt irgendwie äußerst interessant. Ja, tiefer könnte ich mal wieder in die vordere Reihe stellen, wäre nicht schlecht. Gut, das hätten wir. So, der Große bleibt hier hoffentlich auch da. Und zum Glück haben wir da noch einen kleinen, weil sonst wäre das etwas in die Hose gegangen. So, einmal hier. Den nehmen wir mit. Zack, zack. Ja, natürlich ist wieder ein Kampf, ist eh klar. Also gar von hinten diese kleinen nervigen Irgendwas-Dinger da. Ja,
geklaut. Mach doch bitte, ein Ende mit denen. Super, hey, kaputt. Extra HP plus Level, sehr gut. Hey, warte, ich darf nicht, ich muss hier, so. Bloß nicht zu lange warten. So, ich wollte eigentlich tiefer hier noch nach vorne geben. Und wir warten. Jetzt müssen wir nämlich warten, ne? Hilft nichts. Ja, jetzt kackt uns das Ding raus. Katsching, und wir fliegen darüber. Sehr gut. Ja, genau da wollten wir hier. Denn hier eine Kiste mit Apokalypse. Und noch eine Kiste mit Elixier. Und eine Tür, wo wir aus dem alten Wald wieder rauskommen. So, ja, und genau das Ding wollte ich eigentlich haben. Das Problem ist nur, das ist für Cloud. Und zwar müssen wir jetzt bei Cloud leider aufräumen. Komplett heilen braucht kein Mensch, Schluss braucht kein Mensch, Morph sowieso nicht, Raub auch nicht, Quadra-Zauber und Ultima. Was wir nämlich jetzt auf jeden Fall machen, das ist nämlich für Cloud Apokalypse, und das ist eine Waffe, die ein Dreifachwachstum hat und die auch ganz guten Angriff hat, ja. Das bedeutet, hier bekommen wir wirklich dreifach, ja, was nehmen wir denn da schön? Das Multi-Angriff brauchen wir auf jeden Fall, das gehen wir da rein. Ja, wo ist das jetzt? Hier. Multi-Angriff gehen wir da rein. Was gehen wir noch rein? Also mit dem können wir auf jeden Fall ganz schön leveln. Quadra-Zauber gehen wir rein. Hat jetzt leider keine Wirkung, aber ich will Quadra-Zauber leveln. Das ist der Grund dafür. Und, ja, was machen wir denn noch rein? Das ist jetzt eine gute Frage. Ups. Ultima, nein. Dings, wo ist denn das jetzt? Vollständige Heilung. Das ist jetzt irgendwo da unten. Oder wo ist denn das jetzt? Hallo? Komplettheilung heißt es. So. Gut, jetzt muss irgendwer tiefer, bekommt er noch Ultima hier rein. Ja, und dann ist wieder alles gut. So. Gut. Zelt. Lalalala. Und wir speichern natürlich nochmal. Dann werden wir jetzt noch ganz schnell, weil ich wollte ja hier endlich mal auch mal eine kurze Aufnahme machen, ne? Und das scheint mir zu gelingen. Jetzt gehen wir nämlich nochmal ganz kurz wohin. Also wir haben hier einiges jetzt geholt, was natürlich schön ist. Aber wir holen jetzt noch ganz schnell etwas anderes. Und zwar müssen wir dazu Richtung dort, wo dieser rosa Punkt blinkt. Und hier sieht man jetzt, wir haben Ultima besiegt. Oh, im Sand bewegt sich etwas. Wir wollen mit der Heilwind nicht dagegen krachen. Zumindest noch nicht. Sondern erst ganz, ganz viel, viel später. Also müssen wir erst vorher 100 Jahre leveln. Mindestens. So. Und damit das Ganze klappt, was wir jetzt machen wollen. Naja, das müssen wir jetzt noch nicht tun. Fahren wir mit dem U-Boot und tauchen unter. Blub. Du, 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 du. Ah, da ist Emerald Weapon. So, und wir fahren in Richtung... Boah, wo müssen wir da hin? Das ist da drüben irgendwo. Man kann ja unter Wasser die Karte nicht groß machen. Müssen wir aber auch nicht. Und wir müssen hier irgendwo rein, aber ich glaube, das müsste hier auch gehen. Ja, genau, dann müssen wir da zurück. So. Und man hat ja, oder man erzählt sich gerüchteweise in Final Fantasy Kreisen, dass es hier irgendwann mal geplant wird, dass man mit dem U-Boot überall hin kann. Auch in die große Weltmeere. In die großen Weltmeere. Aber das haben sie dann scheinbar irgendwie, ja, doch nicht gemacht, weil so einfach. Nee, weil das Spiel dann eh schon so lange geworden ist. So. Also wir fahren hierher. Da hinten, wo es so blau schimmert, müssen wir wieder auftauchen. Zack. Und ich sehe nichts. So. Ich will hier raus. Und wir müssen hier uns eine andere Person holen. Nämlich, anstatt Barrett, werden wir hier Vincent wieder mitnehmen. Zack.
Barrett ist schon Level 60. Wow, Cloud auch.